Hallo Leute! Wieder zurück zu Let's Play Pokémon. Hier bin ich wieder, ja. Nicht sind, sondern bin. Gut. Diese Folge wahrscheinlich wieder nur mal trainieren. Können wir uns gleich ins Gras gehen. Deswegen, weil wir jetzt die Arena wollen wir jetzt doch mal irgendwann schaffen. Aber wenn ich die ganze Zeit fehle, dann geht das leider nicht. Deswegen müssen wir hier erstmal ein bisschen trainieren. Also bringt den Rettern 6 nun nicht so viel. Aber egal. Müssen wir mal sehen. Aber wahrscheinlich die ganze Folge nur trainieren und trainieren. Und trainieren. Egal, muss schon sein. Wenn man ein echter Trainer werden möchte, dann muss man mal sehr viel trainieren. Okay, bitte. Gut. Ersten Kampf gemeistert. Und gleich den nächsten. Das nächste Pokémon zwingen. Mit einem Donnerschock. Hier im Gras könnte man doch irgendwie mal ein Habitat sehen. Das wäre perfekt für Pikachu. Perfekt zum Trainieren. Warum kann das nicht mal passieren? Und? Oh, es passiert sogar. Das könnte die ganze Zeit passieren. Das wäre schön. Obwohl, wahrscheinlich kriegst du nicht einen Donnerschock. Doch. Guck mal, es wäre doch perfekt. Warum passiert das? Warum ist es nicht derzeit? Aber egal. Kann man jetzt nicht verändern. Von daher muss man auch. Ah, okay. Und jetzt haben wir einen Haupttag. Von mir aus kann das die ganze Zeit so weitergehen. Ist wahrscheinlich jetzt aber langweilig zuzugucken. Etwas langweilig jedenfalls. Weil ich die ganze Zeit nur trainieren werde. Vielleicht. Wer weiß. Wir können ja eigentlich auch einfach mal weiter in der Story, sag ich mal, gehen. Nicht nur die ganze Zeit hier in der Stadt gammeln, sondern halt schon mal weitergehen und dann da Pokémon trainieren. Und dadurch stärker werden und dann erst die Arena machen. Es ist gar nicht so dumm. Na, jetzt habt ihr die letzten Folgen nichts anderes gesehen, außer hier die Stadt. Pikachu Seto, von daher. Von daher könnte man hier mal hochgehen. So, Texo muss auch mal wieder trainiert werden. So. Deswegen kann man ja eigentlich mal jetzt weitergehen. Hoch. Zu... Ja, was kommt denn da überhaupt? Muss man erforschen. Egal, können wir. Ja, das machen wir jetzt. Habe ich wahrscheinlich schon 23 Mal gesagt, dass wir da jetzt hochgehen werden, aber egal. Jetzt tun wir es. Jetzt wagen wir den Schritt. Also, nein, da wollte ich gar nicht rein. Hier bin ich hoch. Nein, aber ich sag's. An den perfekten 5. Wie ist denn die noch? Auf jeden Fall an der Brücke vorbei. Und dann einfach mal weitergehen. Vielleicht gibt es da oben ja bessere Pokémon, wo man besser trainieren kann. Und hier, ach, nein, Quatsch. Trainer, würde ich sagen. Erstmal hier im Busch gucken, was es hier so gibt, was hier so abgeht. Käfer. Nicht so
Richtung trainieren jetzt. Aber okay. Kriegt man schon irgendwie hin. Vielleicht gibt es hier auch noch was anderes. Ja, Toxis zum Beispiel. Sehr gut sogar, Level 13. Das ist gut so. Trainieren für Pikachu. Das geht hoffentlich gut. EP. Und mit Donnershock ist das ja ganz cool. Deswegen kann man ja hier bleiben. 102 EP ist ganz gut. Und wieder so ein Topsy. Level 13. Das ist ja perfekt hier oben zu trainieren. Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? So hyper intelligent wie ich bin. Also nicht gern. Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich hasse Mückenstiche, ey. Die jucken immer so wie Scheiße. Das nervt immer. Sind Mücken eigentlich gut? Wer braucht Mücken? Keiner braucht Mücken. Richtig. Oh, das war viel Schaden. Ich glaube. Nee, ich lasse lieber Pikachu. Die Erfahrung braucht Pikachu. Ich bin Level 15. Okay, das ist mehr Schaden. Okay, macht nicht mehr Schaden. Kann man ja doch. Pokémon wechseln. Zum Beispiel zu. Texo. Ach, Lockduft, das bringt dir Lockduft. Nichts bringt dir Lockduft. Überhaupt gar nichts. Nichts. Schön Blut reindrücken. Hoffen wir, dass Pikachu auch so Level 15 wird. Aber wahrscheinlich eher nicht. Doch. Perfekt. Doppelteam. Eigentlich brauche ich Doppelteam, ja, aber ich gucke mal, was ist denn. Da schon guckt, okay, Tiger hier, Mega Kick, Doppelteam. Ne. Brauche ich nicht. Doppelteam ist hier, ja. Gut. Dann weiter trainieren. Warum denn noch überhaupt da? Egal, dann kommt eben wieder Glutexo rein. Ist ja auch gut für Glutexo. Und gibt ja eigentlich ganz gut EP. Von daher ist es eigentlich ganz vorteilhaft. Aber es ist nervig, die ganze Zeit Pokémon zu wechseln. Deswegen können wir mal den Trainer hier machen. Ja. Ich komme gar nicht vom Mond weg. Okay, cool. Und ganz hier rum. Oh, nach unten. Muss ich mal gucken, ob ich damit Pikachu schon weit kommen mit Donnershock. Wahrscheinlich eher nicht. Sein ist es. Ah, doch. Ist ja ganz in Ordnung. Ich dachte erst, es sieht vielleicht 100 Millionen, aber hat leider nur ein bisschen getan. Nein, jetzt habe ich mich selber versprochen. Uiui, aber er macht gut Schaden bei mir. Deswegen lieber aufpassen. Aber gibt saugut EP. Aber jetzt kommt ein Schleimstein. Den überlasse ich mal. Glutexo. Glutexo brauche ich auch ein bisschen EP. Und Kleinstein, ich weiß nicht, wie viele Kleinstein sind. Aber ich hoffe, ein bisschen auch wenn Glutexo tief ist. Aber egal. Reicht ja für einen Kleinstein.
Und ja, gut, EP. Dann nehme ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder Glutexo nach vorne, um den ein bisschen zu trainieren. Und erhöhe Pikachu erstmal ein bisschen schon. Durch das Labyrinth hier. Danach sind die Pokémon ja eigentlich schon ganz gut wieder trainiert. Also war es gut, hier hochzugehen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Für den Texo und Pikachu. Vor allem, wie viel EP die geben, das ist irgendwie voll cool. Habitat, doch, da wechsle ich immer. Da kann Pikachu, auch wenn Pikachu fast tot ist. Ich glaube, das wäre jetzt doch ein Fehler. Aber egal, hoffen wir das. Machen wir das besser draus. Hoffentlich kommt Habitat jetzt nicht irgendwie so tief oder so. Boah, ne, komm schon, das kann jetzt nicht. Böse nicht am Tag mit dem Schnabel. Nein! Oh, ja! 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 Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Das Glück ist mein. Jetzt kriege ich hier schon richtig wieder Ultra Pro, ne? Ja. Ja, ja, wird mir oft gesagt, dass ich der ultra heftige Superman. Aber ist alles gut. Mal wieder selbst loben hier. Egal, muss ja auch mal sein. Und jetzt Level 17 wahrscheinlich sau viel EP. Das ist sehr gut. Auch wenn es nicht aktiv ist, sieht es trotzdem ein, weil es am meisten Schaden machen hat. Glaube ich. Das heißt, ich bin jetzt so doof und setze ich Metallklau ein. Weil Metallklau. Nee, Metallklau dürfte eigentlich nicht effektiv sein gegen Stein. Gehstein. Nee, deswegen glaube ich bei Glut. Und jetzt 100 Millionen EP oder was? Sonst weine ich. Ha? Und war nur 303. Egal, reicht. Aber was denn nicht noch Onix? Hab ich noch nicht gekämpft. Dann werde ich das wohl mal tun. Gegen Teenager Emil. Haben wir eben nicht schon mal irgendwo vor? Fleck? Ist das nicht irgendwie... Ja, Wasser. Deswegen... Aber ich glaube, Glut macht hier trotzdem noch... bitte nicht mal. Glut macht hier trotzdem noch am meisten Schaden davon, tippe ich. Weil Metall jetzt auch nicht das Beste ist. Von daher muss es reichen. Und dann nochmal Glut. Glut. Okay. Kleiner Abspack. Aber egal. Und 360 EP. Sehr gut. Und gleich den nächsten Trainer. Zack. Diesmal ein Mädchen. Hallo, mein Freund ist cool. Okay. Was sagt mir das jetzt? Das ist ein cooler Freund, das ist cool. Sehr geil. Ich freue mich echt für dich. Echt Mädchen, ich freue mich für dich. Schön, dass du einen coolen Freund hast. Interessiert mich aber nicht so. Von daher ist mir egal. Kannst du dir vorstellen. Okay, jetzt rede ich schon mit dem Computer. Okay. Wie tief kann man noch singen? Nochmal ein Waldteam. Aber das ist mir egal. Denn man muss ja auch Spaß haben. Und wenn man Spaß hat, dann ist es spaßig. Und wenn es spaßig ist, dann ist es toll. Weil es Spaß macht. Mal wieder hier super zusammengepuzzelt. Aber der Spaß endet leider schon wieder hier.
weil wir schon so lange spielen. Dann können wir nächstes Mal sehen. So, bin ich jetzt hier der Ultra-Skiller? Wenn nicht, dann... Boah. Ach ne, jetzt kann ich... Oh, egal. Dann... Boah, fast bin ich zu dem gegangen. Ja, dann sehen wir es nächste Folge, wie wir gegen die restlichen Trainer kämpfen. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play Pokémon.